Mein Name ist Marianne Frank-Mast. Ich lebe seit sehr vielen Jahren in Althütte habe Bezug zu Indien aufgrund der Tatsache, dass ich vor sehr vielen Jahren, 2 Jahre als Entwicklungshelferin in einem kleinen Dorf im sozialmedizinischen Bereich gearbeitet habe, nachdem meine eigenen Kinder hier in einem doch relativ hohen Wohlstand, kann man sagen, in einer friedlichen Welt aufgewachsen sind und durch die Schule gegangen sind und jede Möglichkeit, die man sich nur vorstellen kann, gehabt haben, habe ich beschlossen, nach einer Indienreise vor Ort eine Schule aufzubauen, einfach vor dem Hintergrund, vor der Tatsache, dass ich während der Reise auch einen Abstecher an den Ort gemacht habe, in dem ich früher gearbeitet habe, in Kadigram, und sehen und erleben konnte, dass sich speziell für Frauen und Mädchen, natürlich auch für Männer, aber ganz speziell für den weiblichen Teil dieser Gesellschaft im Grunde genommen nichts wirklich geändert hat. Schule soll für mich nicht nur reine Vermittlung von Rechnen, Schreiben, Lesen beinhalten, sondern ich möchte an den Schulen, die wir finanzieren und umtreiben in Indien, auch, dass lebenswichtige Dinge darüber hinaus erworben und erlernt werden können. Darum haben wir vor 3 Jahren in unserem größten Projekt in Anand einen Umweltunterricht gestartet und den sukzessive aufgebaut, bis hin zu Straßentheatern, um auf diese Art und Weise auch Eltern und das Umfeld dieser Kinder mit ins Boot zu nehmen und ihnen verständlich zu machen, wie wichtig das Thema Umweltzerstörung, Umweltverschmutzung und in dem Zusammenhang Klimaveränderung ist. Mein Name ist Walter Mast. Ich arbeite zusammen mit meiner Frau in diesem von ihr erwähnten Projekt in Indien seit vielen Jahren. Meine Hauptaufgabe dabei ist der medizinische Bereich. Wir machen in Indien Projekte mit Medizincamps und Zahnmedizincamps. Ganz wichtig für uns sind diese Projekte mit der Verknüpfung zu den Hygienemaßnahmen und damit zu Umweltmaßnahmen. Wir haben in Indien sehr viele Durchfallerkrankungen durch verschmutztes Wasser. Wir haben hohe Malaria-Zahlen, wir haben hohe Dengue-Zahlen und hohe Chikungunya-Zahlen. Das sind alles Erkrankungen, die bekämpft werden können durch Hygienemaßnahmen. Und das ist nun unser Ziel, durch der Bevölkerung, vor allem auch in den Slums, diese Hygienemaßnahmen zu vermitteln, damit sich das letztendlich auf ihre Gesundheit auswirkt. Meine Bewerbung für den Bürgerpreis war in erster Linie tatsächlich davon motiviert, Öffentlichkeit herstellen zu können, möglichst viele Leute aufmerksam zu machen auf den Verein, auf die Arbeit, auf das, was wir tun und umsetzen wollen. Denn solche Projekte kann man nicht durchführen, wenn man nicht genügend Mittel hat. Und je größer ein Projekt ist, desto mehr Geld kostet es logischerweise. Da ich von indischer Seite, speziell von Seiten der Regierung her, keine Unterstützung finanzieller oder sonstiger Art erwarten kann, finanzieren sich diese Projekte tatsächlich ausschließlich aus Spendengeldern und Patenschaften aus Deutschland.